Exkurs: Einblick in die Welt der Wissenschaft. Eine Veranstaltungsreihe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie hören den Vortrag Angst vor dem Islam, was der Umgang mit religiöser Vielfalt über unsere Kultur verrät, von Professor Detlef Pollack. Gehalten am 25. Mai 2011 im Wissenschaftszentrum Bonn. Meine Damen und Herren, vielen Dank für die freundliche Einführung. Vielen Dank auch für die einführenden Worte. Es ist schon gesagt worden, dass ich eine Studie vorstellen werde. Sie sind alle vertraut mit Problemen des Zusammenlebens von Menschengruppen aus unterschiedlichen Religionen, aus unterschiedlichen Herkunftsregionen. Wir haben dazu eine Studie erstellt und Sie werden sich wahrscheinlich auch erinnern daran, dass es vor einem Jahr im Spätsommer 2010 eine sehr intensive Debatte in Deutschland gegeben hat über die Integration von Muslimen und von Ausländern in Deutschland, die sogenannte Sarrazin-Debatte. Und in dieser Zeit, als diese Debatte auf dem Höhepunkt war, ging die politische Klasse sofort eigentlich auf Distanz zu Sarrazin. Viele forderten den Rücktritt von Sarrazin. Allen voran war die Bundeskanzlerin zu hören, die Sarrazin moralisch und politisch diskreditierte. Allerdings hat man nicht damit gerechnet, dass die Bevölkerung eine ganz andere Meinung zu diesen Problemen hat. Gefragt danach, ob man den Meinungen von Sarrazin zustimmt, waren es damals im September 2010 etwa 60-70%, die gesagt haben, dass Sarrazin mit seinen kritischen Äußerungen eigentlich etwas Richtiges getroffen hat. Nur etwa 42% fanden die Äußerungen von Sarrazin inakzeptabel. Gefragt danach, ob die Ausländer zu wenig tun, um sich in Deutschland zu integrieren, sind es fast 70%, die sagen, sie müssten mehr tun. Nur 24% sagen, dass die Ausländer genug tun. Und wenn man danach fragt, inwieweit die Deutschen der Meinung sind, dass der Islam zu Deutschland gehört, eine Äußerung des Bundespräsidenten Wulff, dann sind es nur etwa 20%, die sagen, der Islam gehört zu Deutschland. Das heißt, die überwiegende Mehrheit ist der Meinung, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Als diese Ergebnisse von repräsentativen Befragungen bekannt wurden, hat das politische Establishment relativ schnell reagiert. Zunächst war die Sprache davon, dass Sarrazin aus der SPD ausgeschlossen werden sollte. Aber innerhalb sehr kurzer Zeit gehörte es gewissermaßen zum Standardrepertoire von Politikerinterviews, auch gegenüber hartnäckigen, wie es hieß, hartnäckigen Integrationsverweigerern eine harte Hand zu zeigen. Und man kann sich darüber wundern, dass die politische Klasse so schnell auf die Bevölkerungsmeinung reagiert hat. Jedenfalls kann man beobachten, dass innerhalb des politischen Establishment nicht mehr so eine eindeutige ablehnende Haltung gegenüber Sarrazin weiterhin verfolgt wurde, sondern dass man eigentlich versucht hat, die Bevölkerungsmeinungen aufzunehmen. Das zeigt zumindest eins, nämlich dies, dass offenbar die politische Klasse in der Lage ist, sensitiv auf Bevölkerungsstimmungen zu reagieren. Man spricht ja sehr häufig davon, dass die politischen Parteien von der Bevölkerung entfremdet sind, dass es eine starke Kluft gibt zwischen dem, was die Führer der Parteien denken, was sie sagen, und dem, was die Bevölkerung meint und fühlt. Wir sehen hier gewissermaßen eigentlich genau das Umgekehrte, dass die politische Klasse relativ schnell und sensitiv auf diese Bevölkerungsmeinungen reagiert hat. Man will natürlich wiedergewählt werden, man möchte irgendwie in der Bevölkerung ankommen. Irgendwie kann man auch die Bevölkerungsmeinung nicht genau einschätzen. Möglicherweise fürchtet man sich sogar vor den Stimmungen in der Bevölkerung und versucht, bestimmten Vorbehalten entgegenzukommen. Aber was denkt eigentlich die Bevölkerung? Wie sind die Meinungen der Bevölkerung? Damit beschäftigen sich Sozialwissenschaftler. Sie machen repräsentative Bevölkerungsumfragen und versuchen herauszufinden, wie eigentlich nun die Haltung der Mehrheit der Bevölkerung zum Beispiel zum Islam aussieht, ob man die zunehmende Vielfalt des Religiösen eher als eine Bedrohung wahrnimmt oder vielleicht sogar als eine Bereicherung, ob man Konflikte im Zusammenleben zwischen Deutschen und Einwanderern
sehr stark macht oder ob man der Meinung ist, dass die Integration weitgehend gelungen ist. Also was denkt eigentlich die Bevölkerung? Das war gewissermaßen die leitende Frage der Untersuchung, die wir in Münster durchgeführt haben. Ich gemeinsam mit einigen Kollegen und Kolleginnen. Und die Ergebnisse dieser Untersuchung möchte ich Ihnen vorstellen. Die leitende Frage dieser Untersuchung ist eine doppelte, sind zwei Fragen. Einmal ist die Frage gestellt worden, wie wird eigentlich die zunehmende Vielfalt des Religiösen wahrgenommen und in unterschiedlichen Ländern in Europa bewertet? Und die zweite, damit zusammenhängende Frage lautet dann, wie können wir diese Unterschiede erklären? Wir haben also sozusagen eine deskriptive Frage und eine explanatorische Frage. Das ist eigentlich üblich in den Sozialwissenschaften, dass man versucht, nicht nur zu beschreiben, sondern dass man auch versucht, zu erklären. Es ist durchaus sinnvoll, nach Bevölkerungshaltungen, nach Stimmungen, nach Meinungen, nach Präferenzen, nach Abneigungen zu fragen, denn dasjenige, was Menschen tun, wie sie sich verhalten, wie sie sich in der Öffentlichkeit zeigen, wie sie auftreten, das hängt unter anderem auch von Einstellungen ab. Also davon, wie wir die Welt interpretieren, wie wir sie wahrnehmen, wie wir unseren Stand in der Welt auch wahrnehmen, wie wir versuchen, auch uns ein Bild zu machen von dem, was um uns herum vorgeht. Also mit anderen Worten, Weltinterpretationen, Deutungsmuster haben eine Wirkung auf dasjenige, was Menschen tun. Deswegen ist es sinnvoll, nach solchen Deutungsmustern, nach Haltungen, nach Einstellungen zu fragen. Das haben wir gemacht. Und vor allen Dingen deswegen ist es sinnvoll, danach zu fragen, weil die Art und Weise, wie wir die Welt interpretieren, eine Auswirkung hat auf die Art und Weise, wie wir uns in der Welt verhalten. Ich gehe jetzt, nachdem ich Ihnen versucht habe, die leitende Fragestellung oder die beiden leitenden Fragestellungen unsere Untersuchung vorzustellen, relativ streng vor. Ich zeige Ihnen zunächst, was einige theoretische Hintergrundannahmen sind, stelle auch einige Hypothesen auf, um dann zu den Ergebnissen selbst zu kommen. Also zunächst mache ich einen Umweg über die Theorie, damit sozusagen klar ist, von welchen Prämissen wir ausgehen. Eine Prämisse habe ich schon gesagt, eben der Zusammenhang zwischen Haltungen und Verhalten. Es ist üblich in den Sozialwissenschaften, in der Soziologie, auch in der Politikwissenschaft, zwischen einer abhängigen und einer unabhängigen Variable oder verschiedenen abhängigen und verschiedenen unabhängigen Variablen zu unterscheiden. Warum macht es Sinn, eine solche Unterscheidung vorzunehmen? Deswegen, weil wir versuchen, Probleme zu lösen, weil wir versuchen, etwas zu erklären. Und das ist dasjenige, was sozusagen als abhängig betrachtet wird. Also was wir versuchen herauszufinden in diesem Falle, ist eben die Haltung von Menschen gegenüber anderen Religionsgemeinschaften, nichtchristlichen Religionsgemeinschaften, der Umgang mit der Vielfalt des Religiösen, das ist gewissermaßen die abhängige Variable. Demgegenüber stehen dann aber auch erklärende Faktoren, sogenannte unabhängige Variablen. Wenn man versucht, ein solches Modell zu entwickeln, dann muss man zunächst genauer bestimmen, was man eigentlich erklären will. Und dann kann man sich Gedanken darüber machen, wie diese von mir jetzt genannte abhängige Variable genauer zu bestimmen ist. Und das will ich jetzt zunächst einmal auf einer theoretischen Ebene tun. Eine ganz einfache Unterscheidung. Man kann unterscheiden zwischen einer ablehnenden Haltung gegenüber fremden Religionen oder auch einer Übernahme fremder Religionen. Und zwischen diesen beiden Extrempositionen kann man sich vorstellen, dass es unterschiedliche Formen der Nähe und der Distanz gibt. Zum Beispiel eine bedingte Duldung oder aber auch eine unbedingte Achtung. Das könnte man unterscheiden dadurch, dass man sagt, also diejenigen, die bereit sind, andere Religionsgemeinschaften vielleicht sogar partiell zu übernehmen, die haben Respekt vor diesen anderen Religionsgemeinschaften. Die betonen nicht stark die Differenz zwischen dem Fremden und dem eigenen und sie empfinden das Fremde als eine Art Bereicherung. Bei denjenigen, die nur bedingt bereit sind, andere Religionsgemeinschaften zu dulden, bei denjenigen muss man voraussetzen, dass sie zwar bereit sind, Fremdes zu respektieren, aber doch sehr stark die Differenz zwischen dem Fremden und dem eigenen wahrnehmen, im Unterschied zu denjenigen, die sagen, ja, es gibt diese Differenz möglicherweise, aber wir wollen sie nicht nivellieren. Das wäre also eine Haltung der unbedingten Achtung vor dem Fremden. Und diejenigen, die Fremden ablehnend gegenüberstehen, die
sind wahrscheinlich wenig bereit, Respekt aufzubringen oder auch kulturelle Differenzen zu akzeptieren. Und schon gar nicht sind sie bereit, anderes Fremdes als Bereicherung wahrzunehmen. Also sozusagen auf einer theoretischen Ebene werden hier unterschiedliche Haltungstypen voneinander unterschieden, damit man weiß sozusagen, was eigentlich das zu Erklärende ist. Also man kann ja sich selber auch mal einordnen in so eine Tabelle und sich fragen, wo man eigentlich selber am liebsten zu stehen kommen möchte. Also um das gleich auch persönlich zu sagen, ich würde am liebsten bei der unbedingten Achtung zu stehen kommen. Also eine Haltung, die nicht unbedingt gleich alles übernimmt vom anderen, aber doch bereit ist, Differenzen zu akzeptieren, zu respektieren und sie eben nicht einzuebnen, nicht darauf zu bestehen, dass der andere so sein sollte wie ich oder so denken sollte, so handeln sollte wie ich. Eine zweite theoretische Voraussetzung, die ich Ihnen auch ganz kurz erläutern möchte, lautet, dass Gesellschaften nicht als eine homogene Einheit zu betrachten sind. Dann in allen Gesellschaften, auch in modernen Gesellschaften, insbesondere in modernen Gesellschaften, gibt es Konflikte. Man spricht in den Sozialwissenschaften von Konfliktlinien, zum Beispiel zwischen einer Haltung, die sehr stark darauf achtet, dass der Umweltschutz beachtet wird. Diese Haltung könnte man gegenüberstellen einer anderen Haltung, wo stärker auf Wirtschaftswachstum orientiert wird. Oder man könnte auch eine starke Kirchenbindung, etwa zum Beispiel innerhalb des Katholizismus, herausstellen, die sich möglicherweise abgrenzt von nicht-kirchlichen Orientierungen, vielleicht sogar atheistischen Positionen. Und so kann man also versuchen, das soziale Feld, das politische Feld, die soziopolitische Landschaft zu sortieren, je nachdem, auf welcher Seite man steht. Die Frage, die wir uns in unserer Untersuchung gestellt haben, lautet, ob zu den vielen Konfliktlinien, die wir kennen, also zum Beispiel zwischen Kapital und Arbeit, technologischem Wachstum und Umweltschutz, Kirchenbindung und einer eher kirchendistanzierten Haltung, ob da eine neue Konfliktlinie im Entstehen begriffen ist. Wir haben in der Öffentlichkeit sehr viel wahrgenommen von den Konflikten im Zusammenleben zwischen Muslimen und Deutschen, Muslimen und Christen, Zugewanderten und Einheimischen. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, ob eine neue Konfliktlinie zwischen der islamischen Kultur, was auch immer das sein mag, und einer westlichen Kultur, die auch noch im Augenblick relativ unbestimmt ist, im Entstehen begriffen ist. Ich werde am Ende meines Vortrages auf diese Frage zurückkommen und ich werde keine klare Antwort geben. Das ist typisch für Wissenschaftler, dass sie also an vielen Stellen nicht zu klaren Aussagen kommen, sondern dass sie sozusagen abwägen müssen zwischen unterschiedlichen Positionen und es gibt unterschiedliche Argumente, die für die eine oder die andere Position sprechen. Letzter Punkt innerhalb dieses theoretischen Vorspanns. Wir wollen ja nicht nur beschreiben, sondern wir wollen auch erklären und dafür versucht man in der Regel, Hypothesen aufzustellen. Hypothesen, die gewissermaßen in der Lage sind, das Erkenntnisinteresse zu leiten und also in der Lage sind, dann auch die richtigen Faktoren in die Untersuchung mit einzubeziehen. Eine erste Hypothese könnte lauten, dass die Toleranz gegenüber fremden Religionsgemeinschaften möglicherweise vom Bildungsniveau abhängig ist. Je höher Menschen gebildet sind, desto wahrscheinlicher, so eine plausible Hypothese, umso wahrscheinlicher könnte es sein, dass man geringere Vorbehalte gegenüber nichtchristlichen Religionsgemeinschaften hat. Ein anderer Ansatz versucht, andere Faktoren ins Spiel zu bringen. Zum Beispiel die Frage danach, ob man sich gesellschaftlich engagiert, ob man freiwilliges Engagement betreibt, sich in Vereinen betätigt. Und meistens ist dieses gesellschaftliche Engagement, dieses auch politische Engagement, auch mit einem höheren Vertrauen in andere Menschen, in die Gesellschaft verbunden. Also inwieweit, das wäre jetzt sozusagen eine zweite Frage, trägt gesellschaftliches Engagement dazu bei, dass Vorbehalte gegenüber fremden Religionsgemeinschaften abgebaut werden. Das wäre also eine weitere Hypothese, dass in dem Maße, wie man sich engagiert gesellschaftlich, wie man Vertrauen zu anderen aufbaut, die Aufgeschlossenheit gegenüber nichtchristlichen Religionen steigt. Wichtig sind natürlich auch die sozioökonomischen Faktoren, also in welcher Lage man sich befindet, ob man in der sozialen Stufenleiter eher unten angesiedelt ist oder weiter oben. Und dabei ist es nicht nur wichtig, danach zu fragen, also wie viel man verdient und wie die eigene soziale Situation aussieht, sondern auch, wie die soziale Situation eingeschätzt wird. Das ist insofern wichtig, als dass ja die eigene Lage nicht also automatisch
auf die Befindlichkeit wirkt, sondern immer eine interpretierte Lage ist. Also man könnte dann die Frage stellen, ob man mit seinem sozialen Status zufrieden ist. Und zwar vor allen Dingen im Vergleich zu denjenigen, die in der Umgebung, im Umfeld anzutreffen sind, also ob man sich eher als privilegiert oder eher als unterprivilegiert wahrnimmt. Auch das könnte einen Einfluss haben auf die Art und Weise, wie man mit Fremden umgeht, wie man Fremdes einschätzt. Aber nicht nur diese soziostrukturellen, ökonomischen Faktoren können einen Einfluss ausüben. Man muss natürlich auch danach fragen, ob die eigene Religiosität einflussreich ist. Und in dem Maße, so könnte man eine Hypothese formulieren, wie die eigene Religiosität reflektiert wird, wie sie offen gestaltet wird, flexibel gehandhabt wird, in dem Maße könnten sich auch Haltungen der Toleranz eher herausbilden, als wenn man zum Beispiel ein dogmatisches, ein orthodoxes Verständnis von seiner eigenen Glaubenshaltung hat. Auch sehr einleuchtend ist die Hypothese, dass in dem Maße, wie man sich mit einer bestimmten Gruppe identifiziert, die Abwehr von Fremden zunimmt. Also in dem Maße zum Beispiel, wie man sich also möglicherweise als Deutscher fühlt, ja, also das Nationalgefühl stark ausgeprägt ist, das könnte einen hindernden Effekt für die Bereitschaft haben, sich auf anderes, auf Fremdes, ja, auf Nichtdeutsches oder als etwas, was man als Nichtdeutsch empfindet, einzulassen. Und letzter Punkt, natürlich ist die Haltung zu Muslimen, zu Hinduisten, zu Buddhisten, zu Juden, also zu Angehörigen nicht-christlicher Religionsgemeinschaften auch dadurch bestimmt, ob man sie überhaupt kennt, ob man Kontakt zu ihnen hat, wie häufig man ihnen begegnet, ob man irgendwo eine Atmosphäre der Vertrautheit zu ihnen in der Lage war aufzubauen. Und hier könnte man die Hypothese aufstellen, je häufiger jemand in Kontakt mit Angehörigen fremder Religionen kommt, desto positiver wird sein Bild von diesen sein. Jetzt ein paar Bemerkungen zu der Anlage unserer Untersuchung. Wir haben einen Ländervergleich vorgenommen, es sind insgesamt 5 Länder einbezogen worden, nicht nur Deutschland, Ost- und Westdeutschland. Die Untersuchung ist repräsentativ, also wir haben sowohl in Westdeutschland als auch in Ostdeutschland jeweils 1000 Menschen befragt. Aber auch in Dänemark wurde diese Untersuchung durchgeführt, in den Niederlanden, in Frankreich, also in Ländern, die dadurch bekannt geworden sind, dass es Konflikte im Zusammenleben zwischen der Mehrheitsbevölkerung und den Zugewanderten gibt. Also wenn Sie bei den Niederlanden etwa an die Ermordung des Filmemachers Theo van Gogh denken im Jahre 2004 oder an die Unruhen in den Vorstädten von Paris oder auch an den Karikaturenstreit in Dänemark. Also jedes Mal sozusagen haben wir Länder ausgewählt, die geprägt sind durch ein starkes konfliktives Potenzial, was sich auch in der Öffentlichkeit gezeigt hat. Wir haben neben diesen Ländern, wo es dieses Konfliktpotenzial gibt und gegeben hat, ein weiteres Land ausgewählt, nämlich Portugal, was sich vor allen Dingen durch ein hohes Maß an religiöser Homogenität auszeichnet. Also wir haben einen Kontrastfall gewählt, um auch an bestimmten Stellen kontrastive Vergleiche vornehmen zu können. Die Befragung ist in den Ländern mit genau den gleichen Fragen durchgeführt worden, sofern der Kern der Befragung betroffen war. Aber wir haben in Deutschland darüber hinaus auch noch einige weitere Fragen gestellt, die in den anderen Ländern nicht gestellt wurden. Ja, was sind nun die wesentlichen Ergebnisse unserer Untersuchung? Wir haben zunächst die Frage gestellt, ob man das Gefühl hat, durch fremde Kulturen bedroht zu sein. Und Sie sehen hier, dass es zwar gewisse Länderdifferenzen gibt, aber sie bewegen sich nicht in einem hohen Grade, also sind eigentlich relativ schwach ausgeprägt. Etwa 40% sagen in Deutschland wie in den anderen von uns untersuchten Ländern, dass sie sich durch fremde Kulturen oder Nationen bedroht fühlen. Man weiß nicht ganz genau, ob das viel ist oder ob das wenig ist. Wenn man weitere Fragen stellt, zum Beispiel die Frage danach, ob man der Meinung ist, dass es relativ viele Terroristen unter den Muslimen gibt. Die Formulierung lautete, manchmal habe ich geradezu das Gefühl, dass unter den Muslimen auch viele Terroristen sind. Dann sind es in Deutschland etwa 60%, die dieser Aussage zustimmen.
70% sind der Meinung, man sollte islamische Gemeinschaften vom Staat überwachen lassen. Also ein Gefühl der Bedrohung ist zumindest bei einer qualifizierten Minderheit ausgeprägt. Aber dieses Gefühl der Bedrohung ist auch in anderen Ländern anzutreffen, nicht nur in Deutschland. Wir haben weiter die Frage gestellt, ob man die zunehmende religiöse Vielfalt als eine Ursache von Konflikten wahrnimmt. Und hier sind es über 70% in der Regel, bis auf Frankreich, wo das etwas niedriger liegt, die sagen ja, die zunehmende Vielfalt des Religiösen ist eine Ursache von Konflikten, so wird das wahrgenommen. Da unterscheiden sich eigentlich die Länder nicht so sehr stark. Aber wenn man die Frage umkehrt und danach fragt, ob man die zunehmende Vielfalt des Religiösen als eine Art kulturelle Bereicherung wahrnimmt, dann erscheinen deutliche Länderdifferenzen. Und das ist sozusagen dasjenige, was wir eigentlich nicht erwartet haben, was uns überrascht hat bei unserer Untersuchung. Hier erscheinen dann starke Differenzen zwischen Deutschland Ost wie West auf der einen Seite und den anderen Ländern wie Frankreich, den Niederlanden oder Dänemark. In Deutschland sind es ungefähr die Hälfte, die sagen, dass die zunehmende Vielfalt des Religiösen dazu beiträgt, die kulturelle Landschaft als eine Bereicherung wahrzunehmen. In anderen Ländern sind es aber um die 80%, die diese Wahrnehmung haben. Also während auf der einen Seite gewissermaßen die von der Vielfalt des Religiösen ausgehende Konfliktlage gleich eingeschätzt wird, wird bei der positiven Einschätzung dieser Vielfalt, dieser Vervielfältigung des Religiösen eine deutliche Länderdifferenz sichtbar. Wir haben weitergefragt, und zwar ganz direkt, manchmal ist es auch ganz gut, ganz direkte Fragen zu stellen. Nicht immer ist es richtig, aber manchmal ist es auch richtig, ganz direkt die Menschen zu fragen, wie stehen sie denn nun eigentlich zu anderen Religionsgemeinschaften, zu Hinduisten, zu Muslimen, zu Juden, zu Buddhisten? Und auch hier wieder erscheint die schon bekannte Länderdifferenz zwischen Deutschland auf der einen Seite und den anderen westeuropäischen Ländern. Im Westen Deutschlands sind es etwa 34%, die von sich selbst sagen, dass sie eine positive Haltung zu den Angehörigen des Islam haben. Im Osten Deutschlands sind es nochmal deutlich weniger, 25%. In den anderen Ländern aber deutlich über die Hälfte, also um die 60%, etwas weniger, sagen, sie hätten eine positive Haltung zu den Muslimen. Wenn man jetzt die Frage auf andere Religionsgemeinschaften bezieht, also zum Beispiel auf die Haltung zu den Hinduisten oder zu den Buddhisten, sind es in Deutschland immerhin eine Mehrheit, die von sich sagt, dass sie ein positives Verhältnis zum Beispiel zu den Buddhisten haben oder zu den Hinduisten oder auch zu den Juden. Aber wieder gibt es eine Differenz zwischen den Ländern, nur dass sie nicht so stark ausgeprägt ist wie in dem Verhältnis zu den Muslimen. Also wenn man diese Grafik zusammenfasst, könnte man sagen, die Haltung der Deutschen zu den Muslimen ist besonders kritisch, viel kritischer als in den anderen Ländern. Sie ist ein wenig positiver, wenn wir uns auf das Verhältnis der Deutschen zu den Hinduisten oder zu den Buddhisten oder den Juden konzentrieren. Aber auch dort haben wir wieder eine Länderdifferenz, obwohl sie nicht ganz so scharf ausfällt wie in Bezug auf die Muslime. Und nun wollten wir natürlich wissen, woran man denkt, wenn man Stichworte wie den Islam aufruft. Also was steht eigentlich dahinter, dass die Menschen eine doch relativ kritische Haltung haben gegenüber dem Islam, gegenüber den Muslimen? Und da gibt es ganz verschiedene Verfahren, um das herauszufinden. Ich werde Ihnen noch ein paar andere Sachen vorführen. Aber eine Möglichkeit ist, gewissermaßen Assoziationsreihen zu bilden. Wir haben das vorgegeben. Wir haben also die Menschen gefragt, ob man, wenn man das Stichwort Islam hört, an die Benachteiligung der Frau denkt, an Fanatismus, an Gewaltbereitschaft, an Engstirnigkeit. Und Sie können sich denken, dass wir natürlich nicht nur nach solchen negativen Eigenschaften gefragt haben, sondern auch positive Attribute gewählt haben. Und darauf komme ich gleich. Aber zunächst mal zu den negativen. Es sind in den meisten Ländern, und Frankreich ist wieder eine Ausnahme, so doch also eine deutliche Mehrheit, 70-80%, manchmal 60%, die sagen, sie assoziieren den Islam mit der Benachteiligung der Frau, mit Fanatismus, Gewaltbereitschaft. Ganz anders in Frankreich, wo also offenbar die Aufgeschlossenheit gegenüber dem Islam viel größer ist als in den von uns ansonsten untersuchten Ländern. Also im Grunde herrscht ein doch
deutlich kritisches Bild gegenüber dem Islam in den meisten Ländern vor. Und wenn man jetzt nach den positiven Eigenschaften des Islam fragt, also nach Friedfertigkeit, nach Toleranz, nach Achtung der Menschenrechte, nach Solidarität, dann sieht man, dass die Zustimmung dazu relativ gering ausfällt, und zwar in allen Ländern. Also wir haben sozusagen insgesamt in westeuropäischen Ländern, also in den von uns untersuchten Ländern, in den Niederlanden, in Dänemark, aber auch in Frankreich, insgesamt ein eher negatives Bild vom Islam. Aber wenn wir jetzt auch mal versuchen, bei der positiven Einschätzung des Islam die Unterschiede zwischen den Ländern herauszufinden, dann können wir sagen, also die Haltung der Deutschen ist noch einmal kritischer. Also nur sehr wenige, also unter 10% in Deutschland schreiben dem Islam Friedfertigkeit zu. In anderen Ländern sind es immerhin 25 oder sogar 30%. Toleranz unter 5% in Deutschland, Ost wie West. In anderen Ländern über 20%. Achtung der Menschenrechte. Jedes Mal ist die Akzeptanz dieser positiven Eigenschaften in Deutschland unter 10%. Aber in den anderen Ländern ist sie auch nicht so sehr viel höher, aber immerhin doch um die 20, 30, sogar zum Teil bis zu 40%. Das ist sozusagen ein erstes Ergebnis. Insgesamt ist die Haltung der westeuropäischen Bevölkerungen zum Islam äußerst kritisch. Aber wir sehen noch einmal, dass vor allen Dingen in Deutschland diese Kritik sehr stark ausgeprägt ist. Und wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter gehen, und das zeige ich Ihnen mal nur für Deutschland, dann werden Sie sehen, also in welchem hohen Maße in Deutschland über den Islam und das Christentum und andere Religionen kontrastiv gedacht wird. Wir haben nämlich nicht nur diese Fragen in Bezug auf den Islam gestellt, sondern auch in Bezug auf andere Religionen. Und in diesem Fall haben wir mal das Christentum herausgenommen. Also sozusagen die Haltung zum eigenen. Wir wissen, dass die meisten der Deutschen, zumindest in Westdeutschland, einer christlichen Kirche angehören. Also sind nach wie vor, vielleicht überrascht Sie das, 80% im Westen Deutschlands, die einer christlichen Kirche angehören. Die Identifikationsbereitschaft mit dem Christentum ist relativ hoch. 2/3 der Deutschen im Westen sagen, dass sie sich mit dem Christentum identifizieren. Im Osten Deutschland sind das entsprechend viel weniger. Ja, aber obwohl die Bereitschaft, sich mit dem Christentum zu identifizieren, relativ hoch ist, nimmt man am kirchlichen Leben in Deutschland kaum teil. Also das wissen Sie alle, dass die Kirchen weitgehend leer sind. Auch innerhalb der katholischen Kirche ist der Gottesdienstbesuch in den letzten Jahrzehnten deutlich zurückgegangen. Ruhig mal eine Zahl. Also in den 60er Jahren waren es noch ungefähr die Hälfte der Katholiken, die regelmäßig am Gottesdienst, an der Messe teilgenommen haben. Inzwischen sind das ungefähr 15%. Also es ist ein erdrutschartiger Zusammenbruch des Gottesdienstbesuches innerhalb der katholischen Kirche. Aber obwohl das so ist, obwohl man am kirchlichen Leben kaum teilnimmt, obwohl man kaum hingeht, gibt es doch sowas wie eine Bereitschaft, sich irgendwie dem Christentum zuzuordnen. Das ist Bestandteil unserer Kultur. Die meisten sagen, das ist das Fundament unserer Kultur. Und insofern gibt es eben auch eine weitgehend positive Haltung gegenüber dem Christentum und sogar zum Teil gegenüber den Kirchen. Jedenfalls in dem Maße, wie die Kirchen nicht explizite Forderungen stellen. Und wenn man das jetzt vergleicht mit der Haltung zum Islam, dann sehen Sie, dass Gewaltbereitschaft, schauen Sie auf die schwarzen Balken, das sind sozusagen die Zustimmungen zu diesen Aussagen, die sich auf den Islam beziehen, dass Gewaltbereitschaft, Fanatismus, Benachteiligung der Frau, Rückwärtsgewandtheit, also genau die gleichen Fragen, die wir schon mal behandelt haben, tauchen jetzt wieder auf, dass das vor allen Dingen dem Islam zugeschrieben wird, währenddessen Gewaltbereitschaft dem Christentum nur zu 5% zugeschrieben wird. Fanatismus unter 10%, Benachteiligung der Frau, auch da ist es eine verschwindende Minderheit, die das mit dem Christentum assoziiert. Aber was mit dem Christentum assoziiert wird, schauen Sie auf die weißen Balken, das ist Friedfertigkeit, 60%, 57%, Achtung der Menschenrechte, Solidarität, Toleranz. Und da sind die zustimmenden Werte in Bezug auf den Islam ganz gering. Also auf dieser semantischen Ebene haben wir geradezu eine spiegelbildlich verkehrte Einschätzung des Christentums und des Islam. Je positiver man das Christentum wahrnimmt,
umso negativer den Islam. Ich betone das, dass das auf der semantischen Ebene ist, dass sozusagen hier Bilder, Assoziationen, Images, Vorstellungsrahmen abgefragt werden. Das muss sich nicht in Handlungen ausdrücken, aber diese, das hatte ich ja am Anfang gesagt, diese Vorstellungen können einen Einfluss haben auf die Art und Weise, wie sich Menschen auch verhalten. Ich habe Ihnen jetzt sozusagen zunächst gezeigt, wie kritisch die Haltung der Deutschen, der West- und der Ostdeutschen, aber auch insbesondere der Ostdeutschen, im Vergleich zu den Westdeutschen noch mal, ist das sozusagen noch mal kritischer, zum Islam ist, wie sich das unterscheidet von der Haltung in anderen Ländern. Wir dürfen aber einen Fehler jetzt nicht begehen, nämlich zu sagen, ja, die Deutschen sind halt intoleranter oder sie haben weniger Respekt vor den anderen Religionen oder sie sind eben nicht fair gegenüber den Fremden. Das muss man sozusagen gleich dazu sagen. Wenn gefragt wird, ob man alle Religionen respektieren soll, dann sind es in Deutschland 80%, die sagen, ja, auch andere Religionen, auch nicht christliche Religionen, sollte man respektieren. Der Islam ist darin eingeschlossen. Und Sie sehen sozusagen, wie spannungsreich Haltungen und Einstellungen sein können. Auf der einen Seite ist man sehr kritisch und hat kaum eine positive Meinung vom Islam. Auf der anderen Seite möchte man aber auch nicht unfair sein, sondern man möchte auch den fremden Religionen Gerechtigkeit widerfahren lassen. Zum Beispiel, sofern sich Ausländer an unsere Gesetze halten, kommt es nicht darauf an, welcher Religion sie angehören. Dieser Aussage stimmen sogar 90% zu. Oder das Prinzip der Glaubensfreiheit wird auch von über 90% im Westen Deutschlands bejaht. Das heißt, die westlichen Prinzipien der Moderne, wenn man das hier mal jetzt festmacht, an Glaubensfreiheit, an der Akzeptanz der Glaubensfreiheit, sind tief verinnerlicht, obwohl man zugleich sehr viele Vorbehalte hat gegenüber fremden Religionsgemeinschaften. Allerdings erfährt diese Akzeptanz der westlichen Grundprinzipien des Zusammenlebens, Respekt vor anderen Denk- und Überzeugungen oder auch, dass man Glaubensfreiheit garantiert sehen möchte, eine gewisse Einschränkung, wenn man danach fragt, ob alle Religionsgemeinschaften, alle religiösen Gruppen im Lande die gleichen Rechte haben sollten. Und da sind es auf einmal im Westen Deutschlands nur noch knapp 50%, die das bejahen. Also man ist auf eine merkwürdige Art und Weise, die der Interpretation bedarf, bereit, diese westlichen Prinzipien, die man zunächst hochgehalten hat, dann doch wieder auch einzuschränken. Das ist wiederum anders, wenn wir auf die anderen Länder schauen, also wenn wir nach Dänemark, Frankreich oder auch in die Niederlanden schauen. Da sind diese Prinzipien der Gleichbehandlung viel stärker bejaht. Man kann das auch nochmal ganz konkret machen und kann direkt danach fragen, also ob man den Bau von Moscheen befürwortet. Und es sind in Deutschland West unter 30%, die den Bau von Moscheen befürworten. Wenn man das nochmal versucht zu spezifizieren, ob man den Bau von Minaretten befürwortet, sind es sogar nur 18%, die hier eine bejahende Antwort geben. In den anderen Ländern sind es aber weit über 50%, sofern es um den Moscheebau geht, und zumindest über 40%, wenn es um die Zustimmung zum Bau von Minaretten geht. Auch die Frage danach, ob Mädchen in der Schule ein Kopftuch tragen dürfen, wird von der Mehrheit nicht bejaht. Da ist sozusagen die Zustimmung nur etwa bei einem Drittel. In anderen Ländern liegt sie viel höher. Eine Ausnahme ist hier wiederum Frankreich, wo die Zustimmung zu dieser Aussage geringer ist. Und das hängt vor allen Dingen mit der Tradition der Laïcité in Frankreich zusammen, dass also religiöse Symbole in der Öffentlichkeit nichts zu suchen haben. Und das betrifft eben auch hier das Tragen des Kopftuchs von Mädchen in staatlichen Schulen. Und hier noch einmal die Frage danach, ob Rechte, die die Glaubensgemeinschaften in Anspruch nehmen dürfen, stark eingeschränkt werden sollten. Die Ausübung des islamischen Glaubens soll stark eingeschränkt werden. Es ist nicht eine Mehrheit, die das befürwortet, aber immerhin im Westen Deutschlands 40%. Aber auch in anderen Ländern haben wir hier doch starke Vorbehalte gegenüber einer ungehinderten Ausübung des islamischen Glaubens. Was ich jetzt machen möchte, ist Folgendes. Ich habe Ihnen sozusagen versucht, zunächst mal einen Überblick zu geben über die Haltungen, die wir in Deutschland und in anderen westeuropäischen Ländern zum Islam und zu anderen Religionsgemeinschaften antreffen.
Und jetzt gehe ich gewissermaßen über zum zweiten Teil meiner leitenden Frage, nämlich ich versuche jetzt eine Erklärung dafür zu geben. Und das kann man auf ganz verschiedene Art und Weise machen. Ich habe ein relativ strenges Verfahren ausgewählt, eine sogenannte Regressionsanalyse. Da wird sozusagen danach gefragt, welche Faktoren auf die Haltung zum Islam, also welche Faktoren auf die Toleranz, auf die Bereitschaft, den Islam zu akzeptieren, anzuerkennen, einen Einfluss ausüben. Nun können wir ganz verschiedene Faktoren in diese Rechnung einbeziehen. Und ich hatte ganz am Anfang Ihnen schon versucht darzustellen, welche Hypothesen aufgestellt werden können. Und ich gehe jetzt im Grunde genommen eigentlich diesen Hypothesen nach und versuche sie der Reihe nach abzuarbeiten. Also ich fange an mit Bildung und Alter und frage danach, ob das Bildungsniveau und das Alter einen Einfluss auf die Akzeptanz des Islam hat. Also der Islam ist ja der entscheidende, der harte Punkt sozusagen, darum soll es gehen. Man könnte das auch machen in Bezug auf den Hinduismus oder den Buddhismus und das Christentum, aber wir haben ja die stärksten Differenzen in der Haltung zum Islam festgestellt und deswegen also jetzt die Frage danach, wie kann man diese Differenzen erklären? Kann man sie erklären zum Beispiel dadurch, dass vor allen Dingen die Hochgebildeten eine tolerantere Haltung zum Islam haben? Und wenn Sie sich das anschauen, hier werden sogenannte Regressionskoeffizienten vorgestellt. Und wenn dahinter zwei Sternchen oder drei Sternchen auftauchen, dann heißt das, dass der Zusammenhang signifikant ist. Signifikant, also es wird sozusagen statistisch nachgewiesen, dass in diesem Falle Alter und Bildung einen Einfluss auf die Toleranz gegenüber dem Islam ausüben. Je älter die Menschen, desto intoleranter. Deswegen ist da ein Minuszeichen. Je höher die Bildung, desto toleranter. Die Erklärungskraft dieser Indikatoren ist relativ gering. Das sehen Sie ganz unten. Da ist das sogenannte R-Quadrat, also das ist die vorletzte Zeile. Wird also alles ganz genau ausgerechnet. Man sagt nicht nur sozusagen, was wir erklären können, sondern man sagt auch, was wir nicht erklären können. Wir können in diesem Falle nur 4% der Varianz erklären. Also nur, wenn sich Menschen in ihrer Toleranz gegenüber Muslimen unterscheiden, dann können wir sozusagen das zu 4% auf Alter, Bildung und Geschlecht zurückführen. Das ist ernüchternd. Ja? Damit muss man erstmal fertig werden, sozusagen, dass man so wenig erklären kann, wenn man doch so harte Indikatoren wie Alter oder Bildung heranzieht. Aber immerhin, ein bisschen kann man erklären. Dann hatte ich ja gesagt, dass also die Frage steht, ob das Engagement in Vereinen, in der Politik, in der Gesellschaft, in freiwilligen Assoziationen eine Rolle spielt. Und wir sehen, es spielt eine Rolle. Schauen Sie wieder auf die Sternchen. Das zeigt sozusagen einen signifikanten Zusammenhang an. Je mehr sich Menschen gesellschaftlich engagieren, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie auch tolerant sind gegenüber Muslimen. Auch hier ist die Erklärungskraft relativ gering, aber sie ist immerhin nachweisbar. Wenn man Fragen nach der Stellung auf der sozialen Leiter sich anschaut, also ob man eher viel verdient oder eher weniger verdient, ob man der Meinung ist, dass man im Vergleich zu anderen den gerechten Anteil bekommt, dann sehen wir, dass dieser Faktor einen Einfluss ausübt auf die Toleranz gegenüber dem Islam und vor allem die Selbsteinschätzung der sozialen Lage ist hier entscheidend, wenn man der Meinung ist, dass man weniger bekommt, als einem eigentlich zusteht. Wenn man sozusagen so ein Gefühl der Benachteiligung hat, dann wirkt sich das negativ auf die Toleranz gegenüber fremden Religionen aus. Auch die Religiosität hat einen Einfluss, zwar vor allen Dingen, wenn man danach fragt, ob die eigene Religiosität einen dogmatischen Charakter hat. Also je stärker man der Aussage zustimmt, dass es eine Religion gibt, die zu Recht einen Wahrheitsanspruch erhebt. Oder man möglicherweise sogar selber der Meinung ist, dieser Religion anzugehören. Also je stärker man die eigene Religiosität dogmatisch definiert, desto unwahrscheinlicher ist es, dass man tolerant ist gegenüber fremden Religionen. Das ist nicht überraschend, aber man kann es eben auch nachweisen. Wenn man dagegen der Meinung ist, dass man in seiner eigenen Religiosität auf ganz verschiedene religiöse Orientierungen und Traditionen zurückgreifen kann und möglicherweise seine eigene weltanschauliche Haltung aus diesen unterschiedlichen Traditionen zusammensetzt, also eine Art Synkretismus praktiziert, dann ist es eher wahrscheinlich, dass man tolerant eingestellt ist zum Islam.
Wir haben auch nach politischen Einstellungen gefragt, nach Nationalstolz. Und nicht überraschend, je stärker man sich auf einer Skala politisch links einstuft, desto offener ist man gegenüber fremden Religionen. Und Nationalstolz hat eher einen negativen Einfluss auf die Toleranz gegenüber dem Islam. Wenn man westeuropäische Prinzipien, wie zum Beispiel Glaubensfreiheit, hochschätzt, hat das wiederum einen positiven Effekt auf die Toleranz gegenüber dem Islam. Wenn man sich mit der muslimischen Lehre, wenn man sich mit der muslimischen Tradition beschäftigt, ist wiederum der Effekt eher ein positiver. Aber vor allen Dingen ist der Effekt positiv, wenn man Kontakt zu Angehörigen anderer Religionsgemeinschaften hat. Also in dem Maße, und das ist das wesentliche Ergebnis unserer Studie, in dem Maße, wie man Muslime kennt, wie man mit ihnen Umgang hat, wie man an ihrem Leben möglicherweise in der Nachbarschaft oder auch am Arbeitsplatz teilhat, in dem Maße steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man zum Islam ein positives Verhältnis hat. Und wenn Sie jetzt auf das R-Quadrat schauen, sind es immerhin schon fast 25% der Varianz, die wir erklären können. Ich sage für die, für die Nicht-Fachleute unter Ihnen, das ist eigentlich ein relativ gutes Ergebnis. Damit kann man als Sozialwissenschaftler leben. Man weiß, dass man das meiste nicht erklären kann. Also 75% sozusagen bleibt unerklärt, aber immerhin doch ein beträchtlicher Anteil der Haltungen, die wir jetzt versucht haben, uns genauer anzuschauen, kann man mit diesen Indikatoren erklären. Ich fasse das nochmal zusammen und versuche nochmal sozusagen die wesentlichen Punkte herauszustellen. Da tauchen keine Zahlen auf, aber dahinter stehen Zahlen. Wenn man sich selbst mit anderen vergleicht in seinem sozialen Status, dann hat das einen negativen Einfluss auf die Toleranz. Auch die Religiosität, vor allen Dingen je stärker sie dogmatisch verfestigt ist, hat einen Einfluss auf die Einstellung zum Islam. Nationalstolz, Glaubensfreiheit, aber vor allen Dingen zentral ist eben die Tatsache, ob man sich mit dem Islam beschäftigt, ob man Muslime kennt, ob man zu ihnen in Kontakt kommt oder nicht. Und ganz da oben sehen Sie noch makrosoziale Ebene, das habe ich angegeben, weil man als Sozialwissenschaftler natürlich nicht damit zufrieden ist, wenn man so vieles nicht erklären kann. Und das sind gewissermaßen Faktoren, die auf die Haltung zu den Muslimen ebenfalls einen Einfluss ausüben, ohne dass wir das in der Lage sind, jetzt in dieser Regressionsanalyse zu umfassen. Zum Beispiel könnte einen großen Einfluss auf die Haltung zu den Muslimen die Diskussionskultur haben, die in den einzelnen Ländern herrscht, oder die rechtliche Lage oder die Arbeitsmarktbedingungen. Darauf komme ich gleich. Das zentrale Ergebnis dieser Untersuchung, dieser Analyse auf der, wie man unter Soziologen sagt, auf der Individualebene, wo also sozusagen einzelne Personen gefragt werden und dann die Ergebnisse zusammengefasst werden, das wesentliche Ergebnis lautet eben, dass der Kontakt entscheidend ist. Und wenn man sich das nochmal genauer anschaut, dann kann man ja die Menschen fragen, wie viel Kontakt haben sie eigentlich zu den Muslimen? Und wir haben das gemacht in Bezug auf Westdeutschland, Ostdeutschland und auch die ganzen anderen Länder. Und Sie sehen, dass die Haltung bei den Ostdeutschen gegenüber den Muslimen am kritischsten ist, aber eben auch die Ostdeutschen nur zu 16% angeben, dass sie überhaupt mal Kontakt haben zu Muslimen. Währenddessen in Westdeutschland die Kontakthäufigkeit bei etwa 40% liegt, das ist schon deutlich höher. Aber noch einmal viel höher ist sie etwa in Frankreich, wo also über 65% also zwei Drittel ungefähr, sagen, sie haben Kontakt zu Muslimen. Dieses Ergebnis ist nicht so zu interpretieren, als ob sozusagen der Kontakt alles macht. Es gibt daneben weitere Faktoren, die auf die Haltung zu fremden Religionen einen Einfluss ausüben. Aber man kann sagen, der Kontakt ist eine entscheidende Variable unter vielen anderen. Ich will noch ergänzen, wir haben auch danach gefragt, wie man dann den Kontakt mit den Muslimen, wenn er denn überhaupt zustande kommt, erlebt. Und es sind immerhin über 70% der Westdeutschen und auch in allen anderen Ländern ist das herausgekommen, die sagen, sie haben diesen Kontakt zu den Muslimen als angenehm empfunden. Mit anderen Worten, also wenn man denn mal Kontakt hat, dann sind die Erfahrungen eigentlich eher positive. Das Problem ist nur eben, dass die Mehrheit den Kontakt nicht hat. Aber
Meinungen über diejenigen, die sie persönlich eigentlich kaum kennen. Wenn man jetzt versucht, weitere Erklärungsfaktoren noch mit ins Spiel zu bringen, dann ist es, glaube ich, sinnvoll, darauf hinzuweisen, dass es in den einzelnen Ländern ganz unterschiedliche politische Kulturen gibt. In Deutschland ist die Integrationsdebatte relativ spät angelaufen. In anderen Ländern, in Dänemark, in den Niederlanden viel früher. Und das könnte einen Einfluss darauf gehabt haben, wie man sich zu Ausländern, wie man sich zu Zugewanderten, eben auch zum Islam, zu Muslimen stellt. Die These, die ich hier aufstellen möchte, würde dann lauten, dass in dem Maße, wie Probleme im Zusammenleben zwischen Einheimischen und Zugewanderten eher tabuisiert werden, gewissermaßen subkutan, latent, Vorbehalte wachsen, die sich in der Öffentlichkeit nicht artikulieren müssen und daher auch nicht der kritischen Bestreitung ausgesetzt werden. In anderen Ländern sind die Probleme offensichtlicher, aber sie können dann eben auch offensiver angegangen werden. Eine Rolle spielt ganz gewiss auch, dass Frankreich zum Beispiel eine koloniale Vergangenheit hat. Man musste viel früher sozusagen mit Zugewanderten umgehen. Da gibt es also eine lange Geschichte des Umgangs mit dem Fremden, die so in Deutschland keine Tradition hat. Aber man muss auch die Frage stellen, ob ja, die Zugewanderten nicht jeweils ganz unterschiedliche soziodemografische Profile haben. Das muss man sehr genau betrachten. Das will ich hier nur andeuten. Die Frage, die wir uns hier stellen, ist ja gewissermaßen, inwieweit unsere Haltung gegenüber dem Fremden auch etwas über uns selbst sagt. Und ich habe Ihnen das schon dargestellt, dass in Deutschland auf der einen Seite die Vorbehalte sehr groß sind, aber nur sehr wenige bereit sind, die wachsende Vielfalt des Religiösen und des Kulturellen auch als eine Bereicherung wahrzunehmen. Man könnte fast davon sprechen, dass hier eine Art Eindeutigkeit in der Haltung gegenüber dem Fremden entwickelt wird. Ein geringeres Maß an Offenheit, an Duldsamkeit, an Gelassenheit gegenüber dem Fremden. Und dass das in anderen Ländern doch flexibler gehandhabt wird. Das wäre sozusagen dann also eine Aussage, die, indem wir uns auf Fremdes beziehen, zugleich auch etwas sagt über uns selbst. Aber wenn wir die Haltung zum Islam oder auch zu anderen fremden Religionen untersuchen wollen, werden wir die nicht nur abhängig machen können von dem, sozusagen, wie wir selber gestrickt sind, was Eigenheiten unserer Mentalität sind, sondern die Haltung zum Fremden wird durch die Fremden selber auch bestimmt. Und es könnte sein, und das habe ich hier angedeutet, dass zum Beispiel Unterschiede im Bildungsniveau eine sehr große Rolle spielen. Also wenn man sich das mal genauer anschaut, kann man sagen, dass das Bildungsniveau der Zugewanderten in Frankreich, in den Niederlanden, in Dänemark zwar unterhalb des Bevölkerungsdurchschnittes liegt, aber deutlich höher als das Bildungsniveau der Zugewanderten in Deutschland. Das ist nicht die gesamte Wahrheit, das ist nicht die gesamte Geschichte, aber man muss sehen, dass sozusagen der Typus der Zugewanderten oder wer wandert zu, das Bildungsniveau zum Beispiel oder wo kommen die eigentlich her, kommen die aus ländlichen oder aus städtischen Regionen, dass das ebenfalls einen Einfluss ausüben kann auf die Haltung der jeweiligen Bevölkerungen. Ich komme jetzt so langsam zum Schluss, Sie haben es gleich geschafft, aber das ist nochmal eine schwierige Tabelle, die ich Ihnen auch nicht ersparen möchte. Ich komme jetzt gewissermaßen wieder zurück auf dasjenige, was ich am Anfang gesagt habe, dass man unterschiedliche Haltungstypen unterscheiden kann, also zwischen Ablehnung, bedingter Duldung, unbedingter Achtung und partieller Annahme. Und das kann man sozusagen danach differenzieren, wie man zu einzelnen Fragen steht. Also ob man der Meinung ist, das sind alles Fragen, die auch schon mal vorgekommen sind, dass den religiösen Gruppen gleiche Rechte zugestanden werden sollten, ob man die Ausübung des islamischen Glaubens stark einschränken soll, ob sich die Muslime stärker anpassen sollen. Und es kommen noch ein paar andere Fragen. Im Großen und Ganzen sehen Sie, dass auf der Seite der Ablehnung, also dort, wo Menschen eine ablehnende Haltung gegenüber dem Islam haben, all diese ganzen Sachen negativ gesehen werden. Dort, wo es um partielle Annahme geht, da sehen wir sozusagen immer diese Positivzeichen. Interessant sind aber sozusagen die beiden Zwischentypen, die Mischtypen. Und da will ich Sie darauf hinweisen, dass diejenigen, die ich hier eingeordnet habe, unter dem Typus der bedingten Duldung sagen, also es muss eigentlich die Ausübung des Glaubens stark, des islamischen Glaubens stark eingeschränkt werden.
Muslime sollen sich anpassen und die Zuwanderung von Muslimen soll stark beschränkt werden. Das ist sozusagen die Haltung derjenigen, die eigentlich Respekt gegenüber den Muslimen entgegenbringen wollen, aber sie sagen, also sie sollen eigentlich nicht so ganz anders sein, sie sollen eher so ähnlich werden, wie wir sind. Aber bei denjenigen, die sozusagen hier eingeordnet sind unter dem Typus der unbedingten Achtung, da sehen wir, dass sie nicht der Meinung sind, dass die Muslime unbedingt eine Bereicherung darstellen, wie diejenigen, die sagen, also ich übernehme einiges von den Glaubenshaltungen der Muslime, aber sie sind auch nicht der Meinung, dass sich die Muslime anpassen sollen. Sie sind auch nicht der Meinung, dass die Ausübung des islamischen Glaubens stark eingeschränkt werden sollte und dass die Zuwanderung der Muslime beschränkt werden sollte. Nein, die Differenz, die kulturelle Differenz wird akzeptiert. Sie wird möglicherweise sogar nicht unbedingt als eine Bereicherung wahrgenommen. Man setzt sich damit auseinander. Man hat sozusagen eine distanzierte Haltung, die aber dem anderen sein Recht lässt. Aber Sie sehen, ganz unten, es sind gerade mal 12%, die dieser Haltung entsprechen. 12% können dem Typus der unbedingten Achtung zugestimmt werden, zugerechnet werden. Bei anderen Typen sind das viel mehr. Also bei der Ablehnung und bei der bedingten Duldung haben wir insgesamt über 60%. Wir haben noch weitere Fragen gestellt und damit komme ich jetzt wirklich zum Schluss. Wir haben nämlich versucht herauszufinden, ob es berechtigt ist, von dem Entstehen einer neuen Konfliktlinie zu sprechen. Einer Konfliktlinie zwischen islamischer Kultur und westlicher Kultur. Und in allen von uns untersuchten Ländern sagen die Menschen zu über 80%, die Muslime müssen sich an unsere Kultur, was auch immer das sein mag, anpassen. Und sie sagen zugleich, das Christentum ist das Fundament unserer Kultur. Man könnte annehmen, aha, ein Konflikt zwischen Christentum und Islam. So sieht es nicht aus. Nochmal eine weitere Frage. Also wenn man fragt, ob der Islam in unsere westliche Kultur passt, ist es nur eine Minderheit von 20-30%, und zwar eigentlich in allen Ländern. Da gibt es keine starken Länderdifferenzen, die sagen, ja, er passt. Die meisten sind der Meinung, offenbar, er passt nicht. Dahinter steht sozusagen die Frage, ob wir von sowas sprechen können wie einem Kampf der Kulturen. Sie kennen möglicherweise die These von Huntington, der das behauptet, schon vor über 15 Jahren behauptet hat, dass es sowas gibt wie einen Kampf der Kulturen, vor allen Dingen zwischen dem Christentum und dem Islam. Und wir haben ganz direkt die Deutschen danach gefragt, ob sie der Meinung sind, dass es sowas gibt. Haben wir einen Kampf der Kulturen? Es ist keine Mehrheit, die der Meinung ist. Aber immerhin 40% sagen, wir haben sowas. Aber die Mehrheit sagt, wir haben keinen Kampf der Kulturen. Und jetzt kommt meine letzte Folie und damit schließe ich auch. Und sie ist uneindeutig. Wir haben jetzt versucht, gewissermaßen die Haltung zum Islam zu korrelieren mit der Haltung zum Christentum. Und da haben wir ganz verschiedene Fragen gestellt. Eben zum Beispiel die jetzt bereits angesprochenen, ob der Islam in unsere westliche Welt passt, ob es einen Kampf der Kulturen gibt, ob man glaubt, dass unsere Kultur durch fremde Kulturen bedroht ist. Und jedes Mal sehen wir, dass in dem Maße die Menschen diesen Aussagen zustimmen, wie sie zugleich sagen, dass die zunehmende Anzahl der Muslime eine Ursache für Konflikt ist. Also man könnte das so interpretieren, das sind sozusagen Korrelationskoeffizienten, die relativ hoch sind. Also wenn man der Meinung ist, dass unsere Kultur bedroht ist, dann macht man vor allen Dingen den Islam dafür verantwortlich. Wenn man aber jetzt das Ganze noch einmal korreliert damit, dass das Christentum das Fundament unserer Kultur ist, dann sehen wir, NS steht hier, das heißt nicht signifikant, keinen Zusammenhang. Die Linie, die es möglicherweise geben mag, verläuft nicht zwischen dem Christentum und dem Islam, sondern zwischen irgendetwas, was unsere Kultur ist, was auch immer das sein mag. Das müsste man jetzt genauer bestimmen. Und was das eigentlich ist, darüber können wir gerne diskutieren. Aber ganz offensichtlich ist die Haltung der Mehrheit der deutschen Bevölkerung zum Christentum nicht durch ein hohes Maß an Intensität und Bindung geprägt, sodass also gewissermaßen der Konflikt zum Islam so wahrgenommen wird, als ob man gewissermaßen christliche Bestände zu verteidigen hätte. Man sieht aber sehr wohl, dass irgendwie ein Gefühl der Bedrohung da ist, zumindest bei einer qualifizierten Minderheit. Man sieht auch, dass man irgendwie sich abgrenzt, dass man das Gefühl hat, der Islam
die muslimische Welt passt nicht so richtig zu uns. Aber was ist sozusagen eigentlich auf der Gegenseite? Wofür stehen sozusagen ja, die hier befragten Deutschen, die hier befragten Niederländer und Franzosen und Dänen? Das ist nicht so offen. Und mit dieser Frage möchte ich auch schließen.